Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Monster Hunter World. Wir wollen heute mal die nächste Quest weitermachen. Und ich hoffe, ihr habt da auch Lust drauf. Wir müssen eine neue Quest bekannt machen. Und das müsste bei Aufgaben sein. Unheimliche Schatten im Sumpf heißt diese Quest. Spezielle Quest für unheimliche Schatten im Sumpf. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Schließe die Aufgabe ab, ist die Forderung. Und naja, ich glaube, irgendjemand von der fünften hatte sich da verirrt. In der Wildturmödnis. Und den sollten wir irgendwie wieder zurückbringen. Ich weiß es nicht genau. Bedingungen JR3 oder höher. Scheitern. Bedingungszeit abgelaufen. Dreimal ohnmächtig geworden. Also ja, das dürfen wir nicht. Und Abzeros, Gaiao, Kestodon und Noios sind die Tiere, die uns dort begegnen können. Der Kunde ist der Kommandant. Ein junger Gelehrter wurde in der Wildturmödnis von seiner Eskorte getrennt. Finde ihn und bringe ihn zurück zur Basis. Schalte große Monster aus, die eine Bedrohung darstellen. Okay, suchen wir den Gelehrten. Er muss eine Spur hinterlassen haben. Genau das. Im Übrigen habe ich jetzt geplant, nicht immer, aber wenn, dann am Donnerstag Livestreams zu machen. Also wie gesagt, nicht immer, aber wenn ich einen mache, könnt ihr euch darauf einstellen, ist das am Donnerstag, damit ihr einfach mal so ein bisschen mehr planen könnt. Und ich auch. Und würde ich sagen, machen wir auch diese Woche wieder einen wunderschönen Monster Hunter World Livestream, wenn ihr Lust drauf habt. Schreibt mir da gerne mal in die Kommentare. Und wir haben auch schon die erste Fußspur, ne? Fragezeichen, Fragezeichen. Gut, bin ich mal gespannt. Wird jetzt nicht gesagt, wo ich lang muss. Die Käfer lassen mich so ein bisschen im Stich. Hier steht nur, finde den verschollenen Gelehrten. Ich gehe einfach jetzt mal hier lang, mein Gott. Auf jeden Fall habe ich eine Fußspur gefunden. Das ist schon mal gut. Was um die Käfer, Feuerkraut. Ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Nadelbeere. Hier, das sind übrigens solche. Wie sind die? Ich weiß es gar nicht, aber die geben Fleisch. Da sind wieder Fußspuren. Das sind tatsächlich Menschenfußspuren. Ich glaube, denen sollten wir folgen. Ah, jetzt haben die Käfer eine Spur gefunden. Das merkt man immer so, wenn die Kamera umreißt. Die losen uns jetzt hier runter. Einfach mal dieser komischen Abdonut-Herde hinterher. Abdonut, hießen die so? Ich glaube ja. Zweite Fußspur gefunden. Die dritte war das jetzt sogar schon. Und die führt. Moment mal, was ist das da? Das ist ein Baum, würde ich jetzt mal meinen, ne? Oder was meinst du? Ich folge mal weiter der Fußspur. Oder hä? Als hat er. Was? Das hier oder wie? Warte, warte! Was ist mit den Spähkäfern los? Ich weiß auch nicht. Was wollen die denn? Alte gespaltene Dornen. Geh mal raus, das Zeug. Dornen von irgendeinem Tier, würde ich jetzt mal meinen. Vielleicht. Was einmal so ein bisschen Jagd auf den Guten gemacht hat. So, nu? Wo lang jetzt? Hier lang. Okay. Vermisster Gelehrter. Da hinten sei er wohl schon. Ach nee, ein Buch haben wir jetzt. Warte mal, hier ist ein Ausdauerkäfer. Könnten wir brauchen. Nehmen wir mal mit. Hier sind wieder solche Dornen. Und hier unten im Wasser haben wir diese Gaiau-Viecher. Davon gibt es übrigens auch eine Rüstung. Guck da, hier, die wollen mich schon angreifen. Die sind auf jeden Fall aggressiv. Au! Alter! Die gehen ja sogar über Land. War der eine schon mal tot? Und der andere hier auch mal schnell tot. Ja. Von der Gaio-Rüstung habe ich bisher nur die Stiefel gefunden. Die haben aber keine gute Verteidigung.
Sind vielleicht für den Anfang ganz sinnig, aber ich sag mal so, wenn ihr hier in dem Gebiet seid, seid ihr ja schon etwas höher von der Stufe, da macht eine Gaia-Rüstung, ich glaube, höchstens wegen den Werten, also wegen den Elementarwerten da vielleicht mehr Sinn, aber also von der Verteidigung her nicht. Ich glaube, die haben eine Verteidigung von 12 oder sowas. Guck mal. Big. Ah, okay. So, muss ich hier hoch? Ich hoffe ja. So, jetzt, hier, weiter. Ach, ich muss eh runter. Okay, alles klar. Wusste ich gar nicht, dass da mit diesen... Hier. Ist das der Gelehrte? Woneben sitzt er da? Auf einer Insel sitzt er fest. Ein Barot? Das sieht wirklich aus wie ein Barot. Ich glaube, wir müssen dem hier erstmal ja, ein bisschen die Fische vom Hals halten. Er darf mich nicht finden. Er darf mich nicht finden. Wieder so ein Elf. Ich habe ihn gesehen. Wen denn? Nein, der Juratodus, der hat den Barot nicht getötet. Das war... Der Gaia. Ich wusste es. Komm raus hier, schnell. Ey, was hast denn du hier gemacht, sag mal? Hör auf zu husten. Das ist kniethohes Wasser, da kannst du eigentlich... Ich meine, du hast doch dein Seepferdchen, oder? Außer eigentlich hier nicht mehr. Ach du Kacke. Ah, sehr gut. Einfach mal mit dem Käfer hier rumgeschwungen. Nee, Juratodus. Neues Ziel. Jage den Juratodus. Oh, ich glaube, die Schlammbolzen sind nicht so gut. Sei vorsichtig. Ja, sehe ich. Okay. Oh, okay, die Attacke kenne ich noch nicht. Dann mach auf jeden Fall. Nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser! Alter! Uiuiuiui! Lass mal anschließen, hier ist auf jeden Fall richtig. Hier meine Wolke reinlocken. Komm her, komm. Jawohl, der hat glaube ich gut gesessen gerade. Weil wir reiten, sehr gut. Sehr gut.
Und nochmal. Das läuft jetzt erstmal hier. Oh, festhalten, angreifen. Okay, festhalten. Festhalten, festhalten. Angreifen. Ihr seht ja oben, oben rechts, wann ich was machen muss, wird hier immer eingeblendet. Beziehungsweise auch, wir sind auch schon dran. Naja, egal. Nein, jetzt bin ich hier voll im Defekt. Oh Gott, der haut ab. Aber warte mal, das ist gar nicht so schlecht gerade. Ich muss eh nicht schlafen. Fussel wird von so einem komischen Galio jetzt angegriffen. Hier sie ist vor allem die Kleinen hier an der Seite. Aber da gab es auch noch einen größeren. Oh. Ich würde mich ja auch mal gern mit diesem Diablos da anlegen. Aber ich glaube, der ist noch eine Nummer zu scharf, ne? Spüre das Monster auf. So. Übrigens, das mit den Fallen habe ich jetzt so halbwegs raus. Und da ist er ja. Oh, Vorsicht. Frei, gut ausgewichen. Jawoll, Lehmkäfer. Beziehungsweise Lehmkröte. Immer so ein paar Schönheitsfrauen. Frei. Sich immer bei seinen Beinen aufzuhalten, ist glaube ich nicht ganz so gut. Hier, du blockst da jetzt gerade ganz schön auf. Ja, jetzt hab ich das falsche Tier gemacht.
Zulu? Baroth! Der. Ah, okay. Ich dachte, das war der Gaia, oder hätte ich mit dem Baroth geklopft, aber anscheinend nicht. Okay, wir halten uns mal ganz kurz raus. Ich kann mal ganz schön machen. Oh, das hat 200 Schaden gegeben. Schick! Das ist auch öfter passiert. Ich werde mal ganz kurz hier ein bisschen. Klein nach dem Umschmeißen. Auf jeden Fall scheiße, mit dem hier im Wasser zu kämpfen. Da hab ich null Bock drauf. Und sein muss man. Muss es halt sein. Ja, er liegt auf dem Land. Das ist ja gut. Jetzt hier. Drauf. Boah, das sieht nicht so viel besser als sonst, aber. Was ist denn du? Wie sitzt du wieder drauf? Aber festhalten? Scheiße, ich muss wieder abgeschüttelt, aber nicht schnell genug. Und so wenig Schaden. Aua! Der hat mich gerade in der Luft erwischt, der Arsch. Juhu! Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass mit diesen Dornen etwas absolut nicht stimmt. Ja, ich frage mich, wo die herkommen. Das hat doch nicht mit dem Fisch hier zu tun, oder? Wie ist der jetzt? Juratudus. Juratudus Reißzahn durch das Brechen seines Kopfes. Ach, sehr gut. Ja. Und das war's auch schon. Zack. Wenn wir unsere Käferchen tot machen. Ah, jetzt haben wir alle drei Käfer. Insekten voll. War komisch. Jetzt haben wir es hingekriegt. Aber im Kampf, denn immer nur zwei gehabt oder einen Käfer. Ist halt auch nicht so einfach bei der Insektenbläfe. Zack, fertig. Quest erfüllt. Sehr schön. Haben wir das. Und der Gelehrte ist auch gerettet. Da unsere Reißzähne. Was gab es ansonsten? Juratudus Schuppen, ein Panzer, ein Aquabeutel, Juratudus Flosse, noch ein Aquabeutel, Monsterknochen M, Rüstkugel, Questabschlussbelohnung, Nitropilz,
Donnerkäfer, sehr gut. Die brauchen wir zum einen für die elektrischen Fallen. Noch mehr Donnerkäfer und Nitro-Pinsel. Das hat sich echt gelohnt. Nehmen wir. Nur um nach dem Hammer Schweine habt. Ey, den haben wir sogar schon richtig gut erforscht, den Joratorodus. Der hat schon 2 Sternchen. Sehr schön. Wie auch immer das jetzt funktioniert hat, aber gut. Ladebalken, 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 Ladebalken. Und natürlich wollen wir jetzt noch mal gucken. Kommt alle her. Wir können sofort beginnen. Dank euch wissen wir jetzt mehr über die Spuren, die überall auf dem Kontinent aufgetaucht sind. Unsere Forscher haben Prognosen erstellt, die uns aufzeigen, wohin der Sora Magdaros als nächstes geht. Er hat Kurs auf die große Schlucht genommen. Die große Schlucht? Das große Tal hinter dem Wildturm? Korrekt. Daher habe ich einen Vorschlag für euch. Wir sollten versuchen, den Sora dort einzufangen. Sind Sie verrückt geworden? Einfangen? Lasst mich ausreden. Das Terrain der Schlucht eignet sich perfekt dafür. Eine bessere Chance werden wir nicht bekommen. Nur mal so zur Info, der Sora Magdaros ist ja diese riesige, quellende Insel aus Lava und Magma und Geröll und so. Also mit einem einfachen Netz wird sich das auf jeden Fall nicht einfangen lassen. Wenn wir diese Chance nicht nutzen, müssen wir vielleicht 10 Jahre auf eine neue warten. Womöglich länger. Ist es überhaupt möglich? Und wenn nicht, würde dich das aufhalten? Probieren wir es aus. Mit der Unterstützung der 5. haben wir die besten Chancen. Dann ist es beschlossene Sache. Bevor wir Jäger zum Fang losschicken, müssen wir zuerst Astera sichern. Ein Anjana zeigt Aktivitäten in der Nähe. Mit so einem Monster spielt man nicht. Wir brauchen einen Plan. Du hast recht. Jäger, hier ist eure nächste Aufgabe. Kümmert euch um diesen Anjanat. Aber seid vorsichtig. Der Anjanat ist ein furchterregendes Monster. Ein Fehler und ihr seid Futter. Das ist unser T-Rex-Verschnitt. Kennt ihr ja schon, ne? Habt ihr ja schon gesehen in ein paar Kämpfen. Kommandant, darf ich? Ich glaube, ich habe eine gute Idee. Jägerin, ich könnte deine Hilfe brauchen. Besuche mich später, okay? Na klar, auf eine Tasse Tee. Ich bringe Kuchen mit, wa? Noch etwas. Dieser beunruhigende Bericht, den wir erhalten haben, meinst du, du könntest... Ja. Sehr gut. Machen wir uns an die Arbeit. Was auch immer der könnte. Wir müssen einen Drachenältesten fangen. Juhu. Wegtreten. Yee. Tschüss. Da sagt man Ei, Ei, Kommandant. Wir sollten uns vielleicht anhören, was der Chefbotaniker zu sagen hat, bevor wir loslegen. Der Chefbotaniker. Ja, na gut, das ist jetzt wieder eine andere Quest. Oder würde ich sagen, die machen wir dann auch in einer anderen Folge. Ich wollte nur erstmal gucken, nochmal schnell mit euch bei der Schmiede vorbeischauen, was man mit diesen Joratorus-Sachen vielleicht jetzt schon anstellen kann. Einfach nur mal zur Info, damit ihr wisst, ey, da könnte ich mir jetzt vielleicht eine neue Rüstung oder eine neue Waffe bauen oder was auch immer. Ey, was lachst denn du so? Sieh komisch aus oder was? Halt mir die Kuschel und gib's ihnen drüber. So. Rüstung verbessern. Rüstung schmieden. Guck mal da mal bei den Waffen. Insektengläfe. Baum. Ja gut, da gibt's was. Da haben wir aber nichts davon. Hier gibt's auch was. Da ist jetzt ein Ausrufezeichen. Da heißt, da könnte man Wasserelement bauen. Ah! Seht ihr? Also da könnte man jetzt vielleicht hier so ein... ich habe aber schon so einen Knochen... Moment. Ausrüstung verbessern. Da müssten wir jetzt hier zum Beispiel auf unsere Glaive gehen. Gut, da haben wir jetzt die falsche Glaive. Deswegen... was haben wir denn außerdem noch? Ja, ich bräuchte dann hier den Knochenstab. Und den müsste ich dann auf das verbessern. Damit ich dann dort runter verbessern könnte. Machen wir mal kurz. Ja. Ja. So. Dann geht es nämlich hier runter. Dafür hätten wir jetzt zum Beispiel die 2 Felsknochen. Joratodus Panzer, Joratodus Schuppen und den Aquabeutel. Die 3 Schuppen fehlen uns noch. Die müssten wir uns noch craften. Und hier unten drunter, was ist das für ein Baum? Weiß keiner. Aber ginge auch zu machen. Und hier oben geht es weiter mit...
nur dem Knochenstab. Anscheinend. Gucken wir besser. Ist 240 Element, 310 Angriffsschaden. Und hier unten haben wir 341 Angriff. Aber dafür kein Gift, sondern halt Wasserschaden. Auch nicht schlecht. Mal was anderes. Ja. Je nachdem, was man halt gerade braucht. Ich finde das Gift nur manchmal ziemlich praktisch. Habe ich schon ein paar Mal geschafft, ein paar Tiere damit zu vergiften. Und ich glaube, das hat doch ganz gut reingehauen immer. Deshalb bleibe ich auch erstmal bei meiner Poké-Poké-Baum-Gläfe hier. Die ist eigentlich ganz cool. Jo. Würde ich sagen, müssten wir den noch ein paar Mal schlachten und dann kriegen wir unsere Jura-Todes-Schuppen wahrscheinlich auch irgendwann zusammen und können uns hier diese Gläfe bauen, die Wasserelement-Gläfe. Was ich jetzt noch auf jeden Fall mit euch machen will, ist mal hier gucken. Bei unserem ökologischen Forschungen. Ja. Der labert erstmal eine Runde. Da haben wir jetzt nämlich schon auch die Aktualisierung zu Diablos Poké Poké und Luratodus. Dann gucken wir uns das auch mal an. So, Monsterlexikon. Was ist denn eigentlich dieser Luratodus? Huch. Wo ist er? Da unten. Dieser große Fischwifern lebt in den Sümpfen der Wildturmödnis. Er nutzt Schlamm, um Beute zu fangen und führt Gebietskämpfe mit Barot. Es ist nahezu unmöglich, einen Jura-Todus in dessen sumpfigen Heim zu bekämpfen. Zwinge ihn an Land und nutze Wasserelementarwaffen oder die Schleuder, um den Schlamm loszuwerden. Aha. Okay. Gut. Also sollten wir den auch mit einer Wasserwaffe bekämpfen. Da wir die noch nicht haben, müssen wir uns die auch erstmal bauen. Genau, da sehen wir es nämlich, dass er sehr empfindlich gegen Wasser ist. Es sei denn, er ist von Schlamm bedeckt, dann ist er auch sehr empfindlich gegen Feuer und gegen Donner. Und wenn er nicht bedeckt ist, dann halt nur gegen Wasser, alles klar. Ja, genau. Was können wir denn brechen? Den Kopf können wir brechen, den Rumpf können wir brechen, den Schwanz können wir brechen, aber nicht abtrennen und die Vorderflossen anscheinend auch. Also eigentlich so ziemlich alles an dem Vieh. Ja, Belohnung, Aquabeutel, Jura-Torus, Schuppen ebenfalls, da brauchen wir noch 3 Stück davon. Die kriegen wir, wissen wir noch nicht von was wir das kriegen. Die Flosse kriegen wir auf jeden Fall aus dem Rumpf, die Jura-Torus-Reißzähne aus dem Kopf. Vielleicht aus dem Schwanz, dass wir da die Schuppen herkriegen. Oder aus den Vorderflossen. Eins von beiden. Ja, und Anjanat, das ist ja halt, die nächste Quest, die wir haben. Das ist dieser lustige Typ hier. Anjanat durchstreift den Urwald auf der Suche nach seinem Lieblingsmal, Abdunuz. Dieses streitsüchtige Monster stürzt sich ohne zu zögern auf jeden. Der Anjanat ist für seinen extremen heißen Druckwellen bekannt, erzeugt von seinem speziellen Organ in dem Hals, greift ihn deshalb dort zuerst an, um deine Chance zu verbessern. Also wir müssen dem tatsächlich jetzt über den Hals ein bisschen auf die Pelle rücken. Wir können den Kopf brechen, den Schwanz abtrennen und die Hinterläufe brechen. Ja, und sinnvoll ist dagegen Feuer. Da müssen wir uns ein eine Feuerglefe bauen oder ein Feuerschwert. Ich würde sagen, ja, mache ich dann aber in der nächsten Folge. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.